Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem weiteren Video zu Assassin's Creed Syndicate. Im letzten Teil haben wir die Sequenz 8 abgeschlossen und einen ganz fiesen Schauspieler getötet, der ein ganzes Theater in Brand gesetzt hat. Und da gab es dann auch eine Endsequenz. Und jetzt gehen wir ganz flüssig zu Sequenz Nummer 9 über. Alles heute Nacht. Sie müssen die Einladung mitgenommen haben. Wir haben jetzt vor, auf den Ball der Königin zu kommen und suchen deshalb die Gladstones. Sind hier eben zufällig zwei Kutschen vorbeigefahren? Ja, Sir. Eine mit einem Mann drin und eine mit einer Frau drin. Die haben sich getrennt. Wo ist der Mann hin? Da lang. Danke. Da lang. Das ist doch mal eine klare Aussage. Mr. Gladstones Standort erreichen. Wir brauchen zwei Einladungen, einmal für Evie und einmal für Jacob, damit wir zusammen auf den Ball gehen können bei der Königin und dort dann Steric finden und erledigen können. Wir sind also kurz vorm Ende von Assassin's Creed Syndicate. Wir haben jetzt bald den Boss vor uns. Tja, und jetzt müssen wir also noch circa 450 Meter, bis wir die erste Einladung bekommen. Und dann suchen wir natürlich noch die zweite Einladung bei Mrs. Gladstone. Also ein bisschen was haben wir jetzt kurz vor uns, aber dann sind wir auch schon durch die erste Mission von Sequenz Nummer 9 durch. Heute das Let's Play dauert gar nicht mal so lange und danach werden auf jeden Fall noch Let's Plays folgen. Uiuiui, ich schlitter hier aber gerade durch die Gegend. Werden auf jeden Fall noch ein paar Let's Plays folgen, wo wir dann auf den Ball gehen und Steric erledigen. Es lohnt sich also, demnächst mal wieder einzuschalten. Und da ist ihre Spur. Okay, jetzt gucken wir mal, ob der hier irgendwo in der Nähe ist. Eine private Veranstaltung. Die haben bestimmt nichts dagegen. Jetzt wird das optionale Ziel wichtig. Wir wollen keinen Polizisten töten. Die Diskussion, die da gerade im Hintergrund läuft, die scheint wohl nicht so interessant zu sein. Aber wir wissen auf jeden Fall schon mal, unter dem Zelt, da wird wohl Mr. Gladstone sein. So, wie kommen wir dahin, ohne einen Polizisten zu erledigen? Am besten darüber. Jo, hier sieht's doch schon mal ganz gut aus. Wie geht es Ihnen? Sir, es ist mir eine Ehre. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich grüße Sie, Sir William Gladstone. Mr. Gladstone muss um jeden Preis beschützt werden. Ich bin jetzt gerade hier ein bisschen vorsichtiger. Na, mal gucken, ob der Polizist da was gegen unser Handeln hat. Und jawohl. Wir haben unsere erste Einladung. Hier kommen wir also raus, ohne das optionale Ziel zu unterbrechen. Das könnte hier klappen. Kommt raus jetzt hier schnell. Jetzt haben sie mich zwar gesehen, aber ich bin schon auf dem Weg nach draußen. Das sieht also ganz gut aus. Vielleicht nicht so einfühlig, wie ich hätte sein können. Aber trotzdem. Gut so, Mädchen. Und nun flüchten wir einmal und gehen zu Mrs. Gladstone. Wo die jetzt ist, wissen wir jetzt noch nicht. Aber das Kind scheint uns wohl auch unterschwellig telepathisch verraten zu haben, wo Mrs. Gladstone sich gerade aufhält. Und hier ist, glaube ich, ein Bahnhof oder eine Fabrik oder sowas. Oder eine Kirche, ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal, was hier ist. Müsste eigentlich ein Bahnhof sein. Wo will sie denn hin? Wird bewacht. Ich muss vorsichtig sein. Ich warte, ui, bis sie jetzt müssen wir ist. Sogar vorsichtig sein. Da, in der Mitte vom Bahnhof. Dort ist sie zu sehen. Und ihr sollen wir was stehlen. Die Polizisten stehen genau neben ihr. Das ist natürlich gar nicht gut. Jo, aber ich glaube, das L1 leuchtet sehr stark. Wir gehen nach da oben, seilen uns dann ab. Oder eher gesagt, lassen wir uns runterfallen. Oder? Wir gehen einfach rüber. Das ist die Gelegenheit, hat er gerade gesagt.
so schnell. Die Polizisten sind gerade außer Sichtweite oder eher gesagt abgelenkt. Und jetzt setzen wir uns hier einfach mal hin. Stehen wir das mal. Man sollte nicht auf den Ball der Queen ohne angemessen vorzufahren. Und somit haben wir die beiden Einladungen. Und ihr seht es schon, Mrs. Gladstones Kutsche entführen. Jetzt geht es also auch noch darum, die Kutsche zu bekommen und die als optionales Ziel gar nicht zu beschädigen. Na, ob das mal gut geht. Jetzt schauen wir erstmal, wo die Kutsche ist. Die wird ja wohl unten am Bahnhof irgendwo sein. Dort sind Leute von mir. Diese grünen Pünktchen gehören ja zu mir. Das dürfte also da nicht so das Problem geben. Und wenn wir uns jetzt draufsetzen, dann entführen wir sie auch schon. Und zack. Und Abfahrt. Was ist das? Auf Befehl der Queen sind alle Schwerter abzugeben. Freddy wird wissen, was zu tun ist. Sieht also so aus, als müssten wir waffenlos auf den Ball. Aber ihr seht schon, das Ganze ist noch nicht beendet. Ich muss erst noch die Kutsche vernünftig abliefern. Oh, schon beschädigt. Jetzt wollte ich so gemütlich und vorsichtig damit rumfahren und alles ist voller Kutschen hier auf den Straßen. Also das war wohl nichts. Also ein optionales Ziel nicht geschafft, aber bis jetzt keinen Polizisten getötet. Ein optionales Ziel haben wir also geschafft. Sehr schön. Gut, und nun sind wir ja auch schon da. Hier noch in den Gang rein. 47 Meter, das ist jetzt das kleinste Problem. Und ich glaube, wir haben wieder eine Mission geschafft. Yippie, das war doch mal einfach und kurz. Ich hoffe, beim nächsten Mal schaltet ihr wieder ein. Doppelter Ärger abgeschlossen. Herstellungsvorlage für den Handschuh Teufelshandschlag. Hört sich auch cool an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir weiter, ja, Kleider machen, Leute machen. Und dann auch auf den Ball gehen. Macht's gut. Bye, bye.